Er ist treu geblieben, sich und seiner Sache. So schien es uns logisch, ihn zu bitten, es noch einmal zu tun. Wir mussten ihn bitten, lange. Exklusiv für diesen Film macht von Schnitzler noch einmal einen schwarzen Kanal. Den wirklich allerletzten und den ersten in der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage, ob Berlin nun auch Parlaments- und Regierungssitz wird, bewegt die Gemüter seit Wochen. Ich stimme für Berlin. Welche Wende? Guten Abend, meine Damen und Herren. Kohl, Schäuble, Weigel und auch Lambsdorff sprechen sich für Berlin als Hauptstadt aus. Dann nehme Berlin keine Randlage ein, sagt der Kanzler, sondern sei der Mittelpunkt in Europa, sagt der Kanzler. Will heißen, der Kampf um die Vorherrschaft im künftigen Europa ist voll entbrannt. Dazu gehört die Zerschlagung Jugoslawiens genauso wie die Auflösung der Sowjetunion. Mit vereinzelten baltischen Staaten, der abgespaltenen Ukraine und anderen separaten Republiken lässt sich Europa bis zum Ural, Strauß lässt grüßen, und bis zum Bosporus und zum Schwarzen Meer leichter beherrschen von Berlin aus. Die Eroberung der DDR war also der erste Schritt Bonns nach Europa. Deshalb nicht das stille, ferne Bonn am Rhein, sondern in der Mitte Europas die Reichshauptstadt Berlin. Der gelernte Jurist aus Stettin war bisher in der Lage, Lob und Tadel mit derselben Gelassenheit zu verkraften. In den nächsten Wochen muss sich aber erweisen, ob er seine Aufgabe als einziger sozialdemokratischer Regierungschef in den 5 neuen Bundesländern mit Erfolg nachgehen kann, ob er ein wichtiger, wenn auch kritischer Mahner bleibt. Oder ob ihn seine Vergangenheit in der früheren DDR einholt. Es geht um Manfred Stolpe. Mich interessiert weniger der Sozialdemokrat, obwohl da manches zu sagen wäre. Auch der Ministerpräsident ist heute mein Thema nicht, obwohl ich Bürger des Bundeslandes Brandenburg bin. Nein, das Kesseltreiben zu seinem Sturz ist es, ob ihn die DDR-Vergangenheit eingeholt hat. Kurz die Stasi-Akten. Auch dazu gäbe es viel zu sagen, aber jetzt nur dies. Wer bitte stellt die Frage nach Akteneinsicht beim Bundesnachrichtendienst? Oder beim Verfassungsschutz, die ja massenweise Telefone abgehört und Bürger bespitzelt haben? Wer fragt nach Bonds Agenten und Provokateuren, die in der DDR ihr Unwesen getrieben haben? Nach der Mitwirkung Bonner Geheimdienste bei den Morden an Herrhausen und Rohwedder? Nach den famosen Kronzeugen? Wer bitte stellt die Fragen nach Akteneinsicht bei Amerikas CIA? Auf deren Konto immerhin blutige Kriege, zum Beispiel gegen Nordkorea und Vietnam, Grenada und Irak kommen. Mörderische Flugzeugattentate, Mordversuche an Fidel Castro, Nasser und vielen anderen. Morde an in- und ausländischen Staatsmännern von den Kennedy-Brüdern und Martin Luther King bis zu Olof Palme oder Lumumba. Da muss es doch Akten geben und viele Fragen. Man sollte sie laut stellen und immer wiederholen, statt sich durch Geschrei über IM, Stasi-Akten oder Urin, Unrechtsstaat und Misswirtschaft ablenken zu lassen. Von der Gegenwart, von der Wahrheit, vor allem aber von der Zukunft. Hey Schnitzler, du elender Sudelwedel, sogar wenn du sagst, die Erde ist rund, dann weiß jedes Kind, unsere Erde ist eckig, du bist ein gekaufter, verkommener Hund. Und wirst du bald unter der Erde liegen, in dich gehen nicht mal mehr die Würmer rein. Das ist nicht mein Niveau. Aber dieser Dichter hat nach den Hölderlin- und Büchner-Preisen den Eduard-Mörike-Preis erhalten. Biermann und Mörike. Mörike kann sich nicht wehren. Er schrieb eine der schönsten deutschen Novellen,
Mozart auf der Reise nach Prag. Nun also Biermann auf der Reise von Berlin nach Hamburg und zurück. Geist contra Gosse, vereint in einem Mörike-Preis für einen Marktschreier. Das ist aufschlussreich für das, was sich heute als Zeitgeist prostituiert. Biermanns hassvoll blinde Wutausbrüche und Mörikes Septembermorgen. Im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen. Gestorben. Gut. So, wo hören wir uns das an? Hier?